Diese Sendung wird präsentiert von Mitsubishi Motors. Und von McCormick, Ihr Gewürzexperte seit 1889. Unser Spitzenkoch, der Sandro Zinkeler, besucht mit feinen Rezepten im Gepäck die spannendsten Leute und die schönsten Ecken der Schweiz. Vom Landliebehaus aus macht er sich auf den Weg in ein neues Abenteuer. Unterwegs mit den Wanderschäfer Barbara Giesiger und Markus Niefeler erfahren wir alles rund um das Schaf. Und der Landliebekoch hat seine Küche heute im Freien eingerichtet. Auf dem Längenberg südlich von Bern sind im Winter ein paar besondere Spaziergänger mehr unterwegs als sonst. Etwa 800 Schafe suchen hier im Winter nach Nahrung. Das Hirtenpaar, Barbara Giesiger und Markus Niefeler, passen auf sie auf. Sie gehören zu den letzten Wanderschäfern, die in der Schweiz noch das ganze Jahr umeinander züchten. Die Schafe haben auf diesem Stück Land übernachtet. Jetzt heisst es für die beiden Wanderschäfer, die Herden auf die nächste Weide zu treiben, wo die Schafe frisches Gras finden. Jeder Schäfer hat einen eigenen Lockruf. Und Glück und rechts. Wir sind Berufsschäfer und da kann man eigentlich fast noch mehr weiter wachsen, weil das ist ein wahnsinniger, es ist sehr ein alter Beruf, es ist ein sehr grosses Wissen, das man sich erwerben muss über die Jahre, über wirklich Jahre, wenn nicht Generationen. Von Gras, von Schaf, man muss die Tiere beobachten, man muss wissen, wo das man weidet, wo das man zuerst weidet. Das Wandergebiet, wo die Schäfer ihre Herden dürfen grasen lassen, teilt ihnen der Kanton zu. Der Beruf des Wanderschäfer ist uralt. Früher hat man ganz viele Hirten unterwegs gesehen. Heute ist es ein Beruf, den nur noch wenige ausüben. 27 Jahre jetzt, 27 Winter. Und der, der früher hier war, dem hat immer geholfen. Und ehrlich durch das. Immer. Das ist alles, wo wir in der Schule sind, haben wir ihm geholfen. Und immer zu ihm. Und die letzte haben wir eigentlich gerade übernommen. Fast etwas vom Strengste ist, dass man einfach die Verantwortung hat über die Tiere. Es hat Strassen, es hat Autobahnen, es hat Zuggleise, es hat Hunde, es hat Velofahrer. Und das muss man alles irgendwie auch noch ein bisschen zusammenbringen. Es ist ja nicht eigentlich einfach ein romantischer Job, wo man ein bisschen rumsteht mit dem Stecken und dem Hut. Es hat ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Das heisst, sie leben vom Verkauf von Schaffleisch und von Wolle. Wir sind jetzt einen speziellen Fall an, weil wir mit unseren eigenen Schafen das machen. Im Sommer gehen wir zur Alp und im Winter machen wir eben die Wanderherde. Und das sind all unsere Schafe. Meistens besteht eine Wanderherde aus verschiedenen Schafen, wo ein Hirte angestellt ist, also es auf seine eigene Rechnung macht und einfach Schafe annimmt von verschiedenen Schafbauern, um die über den Winter zu füttern. Quasi. Die Schafherde von Barbara Giesiger und von Markus Niefeler besteht aus Tieren von ganz verschiedenen Rassen. Die meisten sind weiße oder braune Alpenschafe. Sie sind aber mit Fleischrassen eingekreuzt. Charolais, Texan, Rote, Wallis, also Rude Valle. Ein paar Skuten sind da. Ich glaube, 5 oder 6 Zackelschafe. Ein Schäfer kann nicht allein auf eine ganze Herde aufpassen. Darum sind die vierbeinigen Freunde immer mit dabei. Die Hunde sind das Wichtigste nach den Schafen. Sonst geht es nicht.
Und zwar sollte die Seele sein, die etwas machen können. Es geht nicht mit jedem Hund. Die Schafe müssen Respekt haben von ihnen, aber sie sollten auch nicht beißen oder verletzen. Die ersetzen mindestens immer 2 bis 3 Leute oder noch mehr. Die müssen springen. Ohne Hunde könnte man sowieso gar nicht machen. Auf Trab noch viel weniger. Und ja, die Hunde müssen halt zusammen gut auskommen. Und sie hat schon ein spezielle Hunde, weil die halt sehr folgen und das auch wollen machen. Und quasi züchtet sie, für das zu machen. Aber das heisst jetzt nicht, dass das nur Border Collie müssen sein müssen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Rassen, die mit Schafen arbeiten. Der Ländlebekoch Sandro Zinkeler ist auch schon im Gebiet rund um den Längenberg eingetroffen. Mit Wander Schäfer schafft auch er heute von aussen. Da wir heute den ganzen Tag draußen sind, sorge ich dafür, dass wir etwas richtig schön Warmes auf den Tisch bekommen. Es gibt ein Poulet Curry mit einem Herdöpfelstampf. Und bei dem Herdöpfelstampf fangen wir gerade an. Für das brauchen wir einen festkochenden Herdöpfel. Die haben natürlich das Einfachste, einfach im Salzwasser rein kochen. Da es da schwierig wird, mache ich es im Feuer rein. Für das brauche ich Alufolie, Herdöpfel und einfach ganz bisschen Olivenöl. Das kann man ein bisschen drüber träufeln, dann ein ganz bisschen Salz und dann einpacken. Wenn nachher alle eingepackt sind, einfach in die Gluten hineinlegen, schauen, dass man sie immer wieder ein bisschen dreht, bis sie schön weich sind. Die Currymischung für mein Poulet mache ich selber. Das brauche ich Fenchelsamen, Koriandersamen, Senfsamen, Boxhornklee, wir haben ein bisschen Zimt, ein bisschen Muskat, also ganz viele Gewürze, die nachher wunderbare Aromen werden entwickeln. Die Gewürzmischung tue ich jetzt einfach auf einer mittleren Stufe schön anrösten. Und jetzt kann man das Ganze zu einem Pulver verarbeiten. Wenn alles schön pulverisiert ist, dann hat man hoffentlich warm. Und jetzt gibt es noch für die Farbe ein bisschen Kurkuma dazu. Das Ganze nochmal vermischen. So schnell hat man seine eigene Curry-Mischung gemacht. Jetzt brauchen wir natürlich noch unser Poulet. Für das nehme ich den Schenkel. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits bleibt er einfach einiges saftiger, besseres Aroma. Und natürlich auch für unsere Umwelt, weil wir essen einfach viel zu viel Poulet-Brüstchen, obwohl wir hier eigentlich ein wunderbares Produkt haben. Und ich zeige euch jetzt, wie nämlich das hier an einem Poulet-Brüstchen ziemlich ähnlich kommt. Und zwar entferne ich jetzt einfach den Knochen. Wie das schneiden wir eigentlich auf beiden Knöcheln oben drüber. Dann hier um den Knochen herum ganz einfach unten reinstechen und nachher so oben abschneiden. Dann kann man am besten mit dem Messer rücken, das Ganze ein bisschen abschieben. Dann können wir es ein bisschen klein schneiden. Wir haben das Poulet parat. Wir haben unsere Curry-Mischung. Dann machen wir ja ein indisches Curry, das heisst viel Zwiebeln. Da habe ich ein Knoblauch und Ingwer zusammen gemischt, schön fein gerieben. Dann haben wir Limetten, wir haben Tomaten. Und zwar rösten wir alles richtig schön rösten und nachher für sicher etwa 40 Minuten kochen. Können wir die alle befreien da. Aber für meinen Herdöpfelstampf nehme ich jetzt die Schale noch weg und zerstampfe die nachher in einer Schüssel. Es geht wunderbar mit einem Esslöffel. Gut, jetzt unsere Herdöpfel würze ich mit ein bisschen Muskat. Dann ein ganz bisschen Salz. Ein bisschen Olivenöl. Ein bisschen Abrieb von einer Limette, dass das Ganze ein bisschen Frische bekommt. Und natürlich auch noch ein bisschen Saft. Dann, das Ganze noch etwas geschmeidiger wird, gibt es noch einen Löffel sauren Halbrahm. Und jetzt, wie es der Name ja schon sagt, Herdöpfelstampf, tun wir das Ganze zerstampfen. Für die Optik tue ich noch ein bisschen Frühlingszwiebeln dazu. Heute tue ich mal nicht auf einem Teller anrichten, sondern in so einem Büchschen rein, weil ich bringe das Ganze ja aufs Feld. Einmal Herdöpfel.
natürlich einmal von unserem Curry. Oben drauf aufs Curry gebe ich noch ein bisschen vom Sauerrahm. Einfach so einen kleinen Klecks. Und frischen Koriander. Und dann heisst es zusammenpacken und jetzt muss ich aufs Feld. Chim, away. Also die Hunde haben ein paar Befehle. Zum Beispiel Kanbei heisst für ihn links für den Chim. Oder away heisst rechts. Und sonst, wenn er muss warten, heisst stehen. Das sind die, die gängigsten, die man hat für ihn. Ja, der Chim ist noch relativ jung. Er ist das erste Mal dabei und er hat noch Energie, er will immer arbeiten, oder? Aber er kann er nicht immer machen, dann ist er am Mittag schon kaputt. Jetzt machen die ein Mittagspause, dann können sie wieder kommen. Ein bisschen neu, also die würde so oder so liegen. Aber wenn wir jetzt gerade andere Sachen noch machen, heute schauen für Gras und so, dann haben sie sich hier immer still. Komm, also, Jim zu mir. Hallo! Ja, hi, hallo, ciao! Langliebe Delivery! Haben ihr zweimal Curry bestellt? Ja, das hätten wir. Das würden wir auch sehr gerne nehmen, weil so langsam haben wir schon ein bisschen Hunger. Kann man da irgendwo parkieren gerade? Oder auf dem Feld? Oder? Du kannst lieber nicht auf dem Feld. Lieber nicht. Aber du kannst dort rauffahren, zum Beispiel. In das rote Auto. In das rote Auto, genau. Super. Gut. Holen wir die Hunger ins Auto. Und spring. Gut. So, hallo! Hallo da! Wir haben schon fast ein kleines Hunger gehabt. Das ist gut. Oh, das ruft dich auch. Habt ihr ein schönes Plätzchen, das wir essen können? Ja. Wir brauchen eigentlich nicht viel. Ein Stein würde lange. Wollen wir das gerade zeigen? Also. So, das ist euch das Mittagsstein. Ja, das ist unser Mittagstisch. Ja, ist schön. Haben der Chef schön im Blick. Probieren wir den gerade aus. Oh, das ist, tut gerade gut, oder? Fein, ja. Das schmeckt schon wahnsinnig fein. So, also. So. Ein guter. Ja, ein guter. Ein feiner. Chef, wir müssen uns zuschauen im Essen. Ja, jetzt gut, die hat es gut gehabt. Ja. Nach der Mittagspause ist der Menschenhunger gestillt und die Schafe dürfen weiter grasen. Wenn es grün bleibt den ganzen Winter, ist es natürlich für die Schafe schöner, besser. Ja, wenn es viel Schnee gibt, hier, dann fahren wir nachher mit Heu oder mit Silo. Nach so vielen Jahren kennt man die beiden Wanderschäfer in der Region. Es kommt immer wieder vor, dass die Leute etwas Warmes vorbeibringen. Die Leute haben meistens Freude, wenn die Schafe kommen und wir kommen. Und es gibt so Leute, die, wenn man vorbeikommt, jedes Jahr das Gleiche bringen. Eine Suppe oder eben Güte oder ein Sandwich oder wenn sie plötzlich wissen, was man gerne hat. Die Schafe haben genug gegessen für heute. Und die Hunde treiben die Herden zum Übernachten auf eine kleinere Fläche zusammen. Früher hat das Hirtepaar auch draußen übernachtet. Weil ihr Wandergebiet jetzt in der Nähe von ihrem Wohnort ist, müssen sie nicht in der Kälte schlafen. Gute Nacht, tschüss zusammen. Ja, fressen genug. Thank you.
Nächste Woche sind wir im Titlisgebiet beim Pistenfahrzeugfahrer Edwin Hurschler. Er und sein Team sind Tag und Nacht für gute Pisten unterwegs. Mehr Landliebe gibt es am Kiosk oder im Abo auf landliebe.ch. Diese Sendung wurde präsentiert von Mitsubishi Motors. Und von McCormick, Ihr Gewürzexperte seit 1889.